also keine Kraft verlieren, wirklich so, alle zusammen, ja. Mach mal C5, C5. Es hat jeder von uns schon mal auswendig gespielt, aber dass es dann wirklich auch rundherum komplett finster ist, das ist schon eine neue Situation für uns alle eigentlich. Die Musiker machen das unglaublich gut, finde ich. Die sind total darauf eingestellt, die hören unglaublich gut zu und die wissen genau, okay, wenn das passiert, dann muss ich das machen. Als Orchestermusiker hat man doch im Graben immer wieder Hilfestellungen, vor allem optischer Natur, eben, sei es der Dirigent oder Konzertmeisterin ihren Einsatz gibt oder man schaut auf die Bewegung des Flötisten, der vor einem sitzt. Und das fällt jetzt alles weg natürlich. Also die Hierarchie von Dirigent und Ensemble ist dann komplett verschwunden. Die Zeit wird auch in Atemzügen bzw. in Sekunden gemessen während der Finsternis. Und jeder hat natürlich eine andere Wahrnehmung von Sekunden und Atemzügen. Man kann sich das nicht wie ein traditionelles Notenbild vorstellen, sondern es ist auf moderne Weise notiert. In der Finsternis müssen wir einerseits singen und andererseits müssen wir eben ja auch die Positionen wechseln in der Finsternis. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir wissen, wo die anderen sind letztendlich. Und ich weiß dann zum Beispiel in der einen Szene, okay, von links kommt der Daniel und ich bleibe stehen und er muss darüber an mir vorbei, dann stehe ich schon mal so hier, damit er mich findet. Es gab schon sehr, sehr viele lustige Situationen während den Proben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Für mich persönlich ist ein Highlight immer, wenn es eher chorisch wird. Das heißt, wenn wir in der Finsternis zu fünft gemeinsam eine Phrase singen. Und wenn das dann funktioniert, in dieser speziellen Harmonik auch, dann ist das wirklich sehr schön.